Lassen wir uns ein weiteres Mal zurückversetzen in unsere Kindheit. Banjo-Kazooie! Jawohl, Leute! Herzlich willkommen zu diesem neuen WePlay-Projekt von und mit mir, eurem Looks Like Link. Ein Spiel aus meiner Kindheit, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und hey, warum nicht einfach zum wiederholten Male hier auf dem Kanal bringen? Es ist der dritte Playthrough. Und bevor die Demo schon wieder zu viel vorwegnimmt, würde ich einfach mal sagen, wir beginnen. Ach, Leute, aus besonderem Anlass, denn es ist ja tatsächlich so, dass wir Banjo und Kazooie zurück nach Hause geholt haben, denn es ist die offizielle Nintendo Switch Online-Erweiterungspaket-Version. Wow, ganz schön langer Satz. Aber ja, wir spielen richtig schön die authentischste Variante von Banjo Kazooie damals auf dem N64. Und was soll ich sagen, ich freue mich jetzt schon, weil wisst ihr, Banjo Kazooie ist so ein Spiel, das kann man einfach immer zocken. Und warum nicht dieses Mal, weil es ist ja wie gesagt schon das dritte Mal auf dem Kanal, warum nicht mal versuchen, so eine richtige Definitive Edition wieder zu machen vom Let's Play-Standart her? Ich habe vor, dieses Spiel zu 100% zu spielen, inklusive aller Bottles-Missionen, inklusive aller Mumbo-Tokens, die werden wir alle sammeln. Und natürlich auch dieses Mal zum ersten Mal sämtliche Stop-and-Swap-Gegenstände holen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich kann es kaum erwarten. Wir wählen eine Datei. Bloß welche? Hier, wo Banjo so schön friedlich schlummert? Oder hier, wo er sich sein Süppchen kocht mit dem Fisch, der ausbrechen möchte? Oder hier, wo er so richtig chillig einfach Donkey Kong Land zockt? Aber ganz im Ernst, wie kann Banjo überhaupt was sehen? Seine Nase ist voll im Weg, ist egal. Ja, welchen Spielstand nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen einfach den allerersten, oder? Los geht's. Oh mein Gott. Dingpot, mein Kessel, sage geschwind. Wer ist hier das schönste Kind? Du. Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Gruntilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Auch wenn er grün ist und irgendwie abartig aussieht, das wäre krank, aber egal. Doch da gibt es ein Mädchen. Oh, das kann nicht sein! Niemand hier darf schöner sein! Oh, Tutti ist so süß und klein! Sie ist die hübscheste von allen! Ja! Du mieser alter Kessel! Ich mache aus dir einen Sessel! Wie zur Hölle? Tutti ist nicht nur hübsch! Nee, schau! Sie ist auch ein wahrer Engel! Oh! Dem Biest werde ich es zeigen. Was zur Hölle? Was geht hier ab? Oh, das da ist Tutti. Hm.
wer ist er denn? Hallo, Tuti. Na, was hast du denn heute so vor? Oh, sobald mein Bruder aufgewacht ist, dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Wie sonst nichts zu tun? Oh, außer pennen natürlich. Ah, richtig schön schlummern. Banjo, der alte Langschläfer. Wach endlich auf, damit das Spiel, damit das Spiel beginnen kann. Boah. Aus Toti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das dein Bruder? Wo denn? Herr Maulwurf? Na, da oben, guck mal, am Himmel. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze. Ich mache aus dir eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Und er zugeguckt dabei. Benjo, wach endlich auf! Aufwachen! Was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Ey, was für eine Story, oder? Und so beginnt das Spiel. Benjos kleine Schwester wurde entführt. Von einer Hexe, die einfach nur auf ihre Schönheit bedacht ist. Naja, klar, passt, ne, passt. So, ein 3D-Plattformer, ein Collectathon, wie man möchte, der allerersten Stunde. Wahnsinnig tolles Spiel und ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt schon auf alles, was wir erleben werden. So, geh schon mal wieder zurück ins Banjos Haus. Ach nee, wisst ihr, warte, gucken wir uns noch früh genug an, keine Sorge. So, erstmal, was ist denn passiert? Und wer bist du überhaupt, Herr Maulwurf? Wer kennen wir noch gar nicht? Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Achso, und ich bin Banjo. Und das hier ist meine Freundin, Kazooie. Die richtig fies ist. Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Na, besser als du, Hasenhirn. Ja, was war das denn für ein Lärm? Die ganzen Kloppgeräusche. Und wo ist meine süße Schwester Tuti? Die miese Hexe Gruntilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Boah. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Tuti. Machen wir doch glatt. Wohin ist diese Hexe denn entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Die richtig übelst auffällig ist. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Echt? Na gut. Wenn ihr Moves lernen wollt, dann drückt A. Wer schon alles weiß, der sollte B drücken. Leute, ich würde machen, dass ich einfach mal das Tutorial mitnehme, denn dort erleben wir noch ein paar lustige Sprüche. Warum nicht? Drücke A, um zu lernen. Oder B, um gleich loszulegen. Nein, ich drücke A. Ausnahmsweise mal. Bottles, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Das wäre nicht schlecht. Was ist zu tun? Naja, schaut euch nach meinen Maulwurfshügeln um. Stellt euch dann daneben und drückt B. Bis gleich. Ja. Ja, warum nicht mal das Tutorial? Habe ich ja schon. Habe ich den überhaupt jemals gemacht? Nee, weil ich finde, da gibt es noch ein paar Sprüche, die wir uns anhören können. Und so kann Banjo echt absolut gar nichts. Er kann nicht mal richtig springen. Oh, weia, ey. Oh, Mann, so toll. Ey, Spiral Mountain, ey, was für eine tolle Tutorial-Welt. So, hallo. Wow. Alles klar. Hallo, Bottles. Na, hallo. Wir fangen mit der Kontrolle der Kamera an. Ihr steuert sie mit den C-Knöpfen. Das nervt. Sind wir hier in der Schule? Zeig erstmal, was du kannst. Drücke die R-Taste, um die Kamera hinter Banjo zu bringen. War das schon alles, Würmerfreund? Nein, halte er gedrückt und die Kamera hinter, um hinter deinen Federnhintern zu positionieren. Wir sehen uns am nächsten Maulwurfshügel, Mann. Ja, und die Kamera, okay, mit R, zu, kann man die schon hinter mich bringen und wenn ich die gedrückt halte, dann bleibt sie permanent hinter mir. Ein sehr, sehr wichtiges Feature, was einem bei manchen Stellen dann doch mal Sachen vereinfachen wird. Das werden wir alles ja noch sehen. So, jetzt will ich erstmal richtig springen lernen. Das geht am besten hier. Duschen. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Ha,
Was wissen blinde Maulwürfe über das Springen? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drückt ihr A. Haltet ihr A gedrückt, springt Banjo noch höher. Ey, cool. Hups. Sehr schön. Na, Federvieh, zeig mal, was du kannst. Warum? Ich sehe dabei sicher total bescheuert aus. Springt und drückt A in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Boah, cool. Perfekt. Ah, wir wissen jetzt alles. Es kann losgehen. Nicht bevor ihr diesen Move kennt. Stellt es so hin wie ich. Wie? Eine lächerliche Brille aufsetzen und blöde aus einem Erdloch heraus grinsen? Schnabeljütze, haltet den Z-Trigger und drückt dann A, um einen Salto auszuführen. Oh, so kein Ding. Yeah. Boah, das waren alle Sprünge. Übt fleißig weiter. Ups. Einfach abhauen. Jetzt können wir uns hier als Belohnung schön nochmal eine erste Honigwabe gönnen. Ja. Cool. Honigwabe. Sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern, zu boosten. Okay, alles klar, mach ich. Upsala. Nächste Lektion, bitte. Lust auf eine kleine Unterwassertour? Oh, lass mal. Ich gehe lieber nach Hause. Bento, du Weichei. Ich will schwimmen. Spuck es aus, Maulwurf. Maulwurf-Onkel. Mit dem 3D-Stick schwimmst du an der Oberfläche. Drücke B, um zu tauchen. Los. Jo, okay, zu Befehl. So, schön hier schwimmen. Ne, alles total easy und dann einfach getaucht. Unter Wasser paddelt Banjo mit den Beinen. Wenn A gedrückt wird. Oh ja, stimmt. Unser geflügeltes Bewegungstalent tritt in Aktion, wenn man den B-Knopf drückt. Ey, ist ja total fantastisch. Ey, wie funktioniert der richtig cool. Und wir haben eine Luftanzeige, ne? Schön aufpassen. Und als Belohnung für diese Lektion finden wir auch hier eine Honigwabe. So, oh, von unter Wasser. So, die Honigwabe ist natürlich hier aus dem Trainingsgelände. Die könnte man eigentlich komplett ignorieren, weil man die quasi umsonst sammelt. Dann kriegt man nämlich einen Energiepunkt am Ende nicht. Also, ja, wie soll ich das erklären? Die letzten 6 Honigwaben des Spiels braucht man gar nicht sammeln. Weil, ja, dann ist die Energie schon voll vorher. Ich glaube, das ist echt dafür gedacht, dass man das Tutorial wirklich einmal komplett überspringt und die ganzen Honigwaben hier nicht einsammelt, um am Ende trotzdem die volle Energie zu haben. So, ich wollte mal jetzt kurz nochmal hier zeigen, was hier oben abgeht. Wenn man noch nicht alle Moves hat, dann ist nämlich die Brücke ja richtig kaputt, ey. Das vergisst man auch gern mal. Bottles, wo ist sie denn jetzt? Hey, was habt ihr vor? Na, die Hexe vermöbeln und Tutti retten. Na, ihr habt noch nicht einmal alle Moves darauf. Die Hexe wird euch den Hintern versohlen. Oh, das soll sie mal probieren, die alte Schachtel. Ich repariere die Brücke erst, wenn ihr fit seid. Also, Kazooie, lass uns die fehlenden Hügel suchen. Auf geht's. Alles klar, ja. Einfach kaputt gemacht. So, ist ja kein Problem, Leute. Finden wir doch alles hier. Bam, der, bam, bam. Spiral Mountain. Okay, hier wohnen jetzt nicht viele Leute. Hier wohnen nur Banjo-Kazooie. Na, Bottles ja auch nicht. Der kommt immer nur zu Besuch vorbei. Und die Hexe. Warum wohnen die überhaupt hier? So, ich gebe nochmal meine Sprungtalente und sammle eine dritte Honigwabe ein. Und was lacht mich denn da hinterm Wasserfall an? Eine Banjo-Statue? Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Ah, perfekt. So, nächster Maulwurfshügel, Leute. Wir sollten aber bald alles haben. Kein Ding. So, Bottles, noch mehr Sprüche? Hey, Banjo, ich hoffe, du bist schwindelfrei. Also ich auf alle Fälle. Los, erzähl endlich vom Fliegen, Wurzelfresser. Später. Banjo, springe an einen Baum und nutze den 3D-Stick, um daran hinaufzuklettern. Total easy, Mann. Oh, ist das wirklich so easy? Sag mal, ja, hier, ups. Ey, perfekt. Oh, das ist eine Honigwabe. Denk dir daran, man kann nicht nur auf Bäume klettern. Nee, Banjo, du kannst auch woanders hochklettern. Und dir die Honigwabe da gönnen. Hups. Yeah. Alter, bloß noch 2 Stück. Und dann sind wir auch mit dem Training durch. Ne? Für jede Lektion kann man quasi sagen, bekommt man eine Honigwabe geschenkt. Und die erinnert nochmal richtig viel besser auf das Abenteuer vorbereitet. So, wir sind noch ein bisschen wehrlos. Wir können fast gar nichts machen. Nur springen, schwimmen ist ja toll. Aber trotzdem ein bisschen angriffslustiger wäre ich schon. Ah, das sieht doch vielversprechend aus. Hupsala.
Zum Ausführen der Pickparade brauchen die Hilfe auch wieder Hilfe des wackeligen Hühnerbeines. Immerhin habe ich Beine, mein guter Freund. Halte den Z-Trigger und drücke dann den B-Knopf. Und dann können wir richtig schön... Alter, einfach die Sachen kaputt machen. Siehst du, Banjo? Sie ist doch zu etwas zu gebrauchen. Nächstes Mal bist du dran, Kurzer. Alter, als ob Banjo sich mal bei Bottles äußert von wegen, oh, Kazooie ist richtig schlimm, ey. Nee, Banjo, siehst du doch, was nütze. Bams. Zack. Vorletzte Honig war aber aus dem Tutorial-Gebiet. Und jetzt aber noch mal richtig Angriffsmoves lernen. Schön hier auf dem Getreidefeld oder was? So, letzter Hügel. Banjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bereit? Ja, das klingt interessant. Drücke einfach B, wenn du stehst oder dich nur langsam bewegst. Oh, war cool. Woran kann ich das ausprobieren? Naja, wie wäre es mit dem frechen Vogel? Ja, kannst du mit dreschen. Komm nur her, du kleine Blindschleiche, ey. War ja nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Wow, da kommt Topper. Zeig es ihm, Banjo. Wow, eine Karotte als Herausforderung. Ja, hau bloß ab mit deinem Vitamin A. Wow. Oh, shit. Hey. Oh, weggepuncht, Alter. Voll cool. Wow, netter Versuch. Auf ein neues, bitte. Hey, was ist denn jetzt mit mir? Na, du lernst nichts. Wow, oh, shit. So, umgeboxt. Einfach richtig unbeholfen, aber egal. Jetzt zeige ich dir die gefürchtete Bärenrolle. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt. Sofort! Wenn du rennst und dann B drückst, machst du eine Rolle. Ich suche mal ein geeignetes Ziel aus. Oh, eine Zwiebel. Nicht weinen, Banjo. Oh, umgerollt. Volltreffer. Einer geht noch. Hallo, mir ist schlecht. Mir ist schlecht, wie Kazooie einfach versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen. Jetzt zeige ich dem Quietsche-Entchen mal einen Trick. Oh, was? Na, hoffentlich ist es ein guter Trick, Blindfuchs. Ja, die beleidigen sich die ganze Zeit nur. Wenn du im Sprung den B-Knopf drückst, dann machst du den Schnabelsprung. Ja, wo ist Collywobble? Oh mein Gott, das ist doch nicht Collywobble, das ist einfach nur Blumenkohl. Ey, oder Rosenkohl? Was war nochmal der Unterschied? Nicht schlecht, Entchen. Das fängt an, Spaß zu machen. Und tschüss. Boom. Perfekt. So, okay, es ist soweit. Auf dem Spiral Mountain erzähle ich euch, wie es weitergeht. Wir haben alle Moves gelernt. Zack. Yeah, so, eine Energie. Wabe mehr. Sehr schön. Wir haben alles gelernt, Leute. Schön. Und jetzt rennen überall Gegner rum, falls man mal einfach so noch mal ein bisschen trainieren möchte, ein bisschen das Tutorial machen möchte. Ich bin eine leckere Honigwabe und stecke voller Energie. Genau, keine leere, sondern eine volle, die immer von Gegnern gedroppt wird. So, jetzt mache ich aber auch eine kleine Abkürzung hier. Ich renne noch nicht hier zweimal hoch. Yeah. Abgekürzt. So, Bottles, ist die Brücke repariert und ready? Weil wenn nicht, werde ich ein bisschen affig hier. So. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt zeigt der Hexe mal, wo der Hammer hängt. Na klar. Wo geht das denn lang, Maulwürfchen? Der Kazooie ist genau vor dir. Die Brücke habe ich repariert. Der Weg zu Gruntildas Reich ist frei. Oh, danke, Bottles. Cool. Wir sehen uns im Reich des Bösen. Viel Glück. Im Reich des Bösen? Mann, warum wohnt die Hexe überhaupt hier so nah bei uns? Okay, Leute. Das war doch schon mal ein guter Einstieg. Wie die Musik auch gleich richtig die Stimmung einfach hebt. Ah, Leute. Gruntildas Reich. Ach, aber ich bin so aufgeregt. Oha, haben wir etwa zu lange gebraucht? Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Toti alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe. Oder mein Bruder wird dir in den Arsch treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen mein Alter. Das war jetzt drin.
Alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht's los. Banjo, Hilfe! Eieiei. Hurra! Endlich ist es soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. Leute, wir sind da. In Grotildas Reich und wow, sie ist überhaupt nicht narzisstisch oder so. Ey, richtig cool. So Leute, und die erste Welt ist auch schon hier um die Ecke. Mal gucken, ob wir da überhaupt rein können. Ja, okay, das ist zu. Warum ist das hier zu? Hallo? Was zum... Das ist die erste Welt, Mumbos Mountain. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr aber das Puzzlebild dieser Welt finden. So weit weg kann es aber eigentlich nicht sein. Aber wie kann Bottles eigentlich telepathisch zu uns Kontakt aufnehmen? Ich glaube, der Maulwurf hat doch einiges auf dem Kasten. So, und da ist es tatsächlich schon... Ah, das Bild. Cool. Ihr habt ein Puzzlebild entdeckt. Stellt euch einfach auf das Puzzlepodium und ich erkläre euch, was zu tun ist. Okay, Bottles, bin das aufgeregt. Aha. Um die angezeigte Welt zu betreten, müsst ihr die Lücken des Bildes mit Puzzleteilen füllen. Dann noch haben wir keines gefunden. Das ist ja jetzt richtig schlecht. Naja, mir war so, als hätte ich ein Puzzleteil in der Nähe des Eingangs gesehen. Kommt wieder. Okay, na, der guter Tipp schon mal. Gut, gut, gut. Leute, ihr merkt schon, ne, natürlich weiß ich das Spiel in- und auswendig. Ich kenne mich da super aus. Aber warum nicht mal so ein bisschen... Ne, es soll ja so ein bisschen die Definitive Edition Version eines Let's Plays von Magic Kids Wii werden. Und nicht mal so ein bisschen alle Sprüche mitnehmen, so wie früher. Aber ja, das erste Puzzleteil liegt hier ganz easy versteckt. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Warum frisst Kazooie die? Egal, ein lustiges Puzzleteil. Also, so witzig fand ich es jetzt nicht. Vielleicht erzählen die später noch Witze. Mal gucken. Aber ja, das ist doch schon mal gut, sodass wir das erste Level öffnen können. Und dann im nächsten Part das sofort auf Anhieb einfach zu rocken. Weil die Level am Anfang sind noch recht kurz. So. Alles klar. Das erste Puzzleteil ist schon eingesackt. Perfekt. Göttlich. Drücke A, um die Lücke des Bildes zu füllen. Oder B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Natürlich fliegt es. Was zur Hölle? Es tut mich gar nicht stören. Tut dies Angeschreie zu hören. Na, Angstschreie zu hören. Geschafft. Das Bild ist vollständig. Und die Tür zu Mumbos Mountain ist geöffnet. Ja, das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Da hast du recht. Aber wir haben das Ende des ersten Partes erreicht, Leute. Vielen, vielen Dank bisher fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch so wie ich auf diesen Klassiker. Auch wenn wir ihn zum wiederholten Mal spielen. Ich versuche natürlich wieder ein bisschen das Beste rauszuholen. Mumbos Mountain. Beim nächsten Mal geht's los. Und wie gesagt, ich plane, die absoluten 100% dieses Spiels anzustreben. Was bedeutet alle Mumbo-Schädel, Stop and Swap und auch die Bonus-Codes von Bottles. Aber dazu dann später natürlich wieder mehr. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Part. Ciao!